So, guten Morgen, guten Tag, herzlich willkommen bei diesem Projekt. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das mache, wie ich das dokumentiere und festhalte. Erstmal für mich, um den Verlauf immer wieder Höhen und Tiefs immer wieder zu beleuchten und auch vielleicht für andere, die mal so eine Idee haben. Es geht darum, dass ich mir überlegt habe, in dem hohen Alter von 44 Jahren, doch nochmal an einer Meisterschaft teilzunehmen, und zwar an den deutschen Kettlebell-Meisterschaften. Und dafür habe ich über den Johannes Queller, vielen Dank dafür nochmal Johannes, bin ich an den André Kahor gekommen, der ein sehr ordentlicher Sportler ist. Ich sag mal nicht viel mehr dazu, googelt ihn mal und schaut mal. Er begleitet mich jetzt in den nächsten 12 bis 24 Monaten. War ja schon immer der Kettlebell sehr verbunden, dieser kleinen runden Kugel mit großem Effekt. Hab da schon immer sehr, sehr gerne mit rumgespielt, aber habe mich da noch nie auf ein, professionelles Training zum Clean and Jerk, zum Snatch, zum Swing eingelassen. Also wo tatsächlich ganz, ganz fein für 10 Minuten eine Bewegung ausgeführt wird. Da muss die Technik schon ordentlich sitzen. Das Training ist ordentlich anspruchsvoll, muss ich sagen. Und wir sind bei Woche 3, Tag 2, den ich jetzt um einen Tag verschoben habe. Ich werde zu den anderen Trainings auch noch mal was sagen in einem Gesamtvideo, damit ihr ungefähr wisst, welchen Trainingsumfang das hat und warum Tag 2 und um einen Tag verschoben. Gestern ist nämlich tatsächlich mein langer Partner an meiner Seite verstorben. Mickey Mann, mein Kater, nach 17 Jahren. Deswegen gestern kein Training, aber geht weiter und so ein bisschen stehen noch neben mir, das geht mir noch ein bisschen schwer runter, wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, aber jetzt muss ich es wieder nachholen, dieses Training, dann habe ich wieder einen Tag, gut, den hatte ich gestern mehr, aber einen Tag weniger Entspannung am Wochenende, weil ich das natürlich dann skippen muss. Also ich habe noch so, ich wage mal, 250 Trainingseinheiten. Wir sind jetzt bei Trainingseinheit 8. Attacke auf zur deutschen Meisterschaft. Schönen Tag.